Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Oh Gott, ich habe das jetzt schon wieder 2, 3 Tage nicht gespielt. Ich muss mal bei mir den Ton leiser machen. So. Und ja, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Oh mein Gott, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ich muss ja meinen schönen Timer machen. Oh, zum Heute Bergwerk würde ich den gehen. Entführer treffen. Er würde mir alles übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Uhr. Starten. Ey. So. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Okay. Stimmt, wir wollten jetzt hier mit einem Auto fahren. Gucken. So, bum, bum. Schritt für Schritt, fast unmerklich, hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Okay, ich denke mal, dass ich jetzt hier lang muss. Weil es da vorne ja nicht weitergeht. Oh, jetzt habe ich jetzt schon wieder vergessen, mich offline zu stellen. Oh Mann. Sowas macht mich fertig. So, weiter geht's. Dann auf Need for Speed hier machen und hier durch die ganze Dings, durch die Walachei fahren. Nee, zum Bergwerk, okay. Wir halten es einfach dran, machen das Beste draus. Wir kommen hier gar nicht richtig vorwärts, wa? Scheiß Weg, ey. Und noch ein Stück. Dann haben wir es auch geschafft. So. Ab auf die Straße und dann können wir wieder ordentlich fahren. Schön. Jetzt fehlt eigentlich noch so ein schönes Radio, aber das gibt's hier anscheinend nicht. Ist ja nicht so schlimm. Und das Auto hat mal gar nichts drauf, das fährt voll langsam. Gab's eigentlich auch sowas wie eine Map oder so? Mal, ich will mal kurz hier aussteigen und mich hier oben mal ein bisschen umschauen. Kontrollpunkt erreicht. Muss ich hier sogar hin? Nee, oder? Waren wir hier nicht schon mal? Doch, natürlich, hier haben wir doch. Klar. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Weil ihr war auf. Sag mal, spielt der 24 Stunden oder was? Am Tag. Der ist ja immer drauf. Aber okay, hier waren wir schon mal. Aber da war es dunkel, glaube ich. Da waren wir nachts hier. Oh. Alter, warum fährst du denn so komisch? Yeah, jetzt um die Ecke driften. Yeah. Okay, sieht aus wie ein Bergwerk. Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Okay. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen früher da sind, du. Ist doch immer gut. Habe ich jetzt eigentlich aufgenommen oder mache ich einen Livestream? Ich nehme auf. Gut. Lol. Okay. Sorry, ich musste noch mal gucken, weil ich dachte, dass ich auf Livestream gegangen bin und nicht auf Aufnehmen. Ich bin halt ein bisschen verpeilt. Tut mir leid, Leute. So. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Okay. Jetzt ist es wieder dunkel, das ist nicht schön. Wo stecken Sie denn? Planänderung.
Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Ist das ein Arschloch, ey. Ich bring ihn um. Ja, würde ich mal an deiner Stelle machen. Okay. Ich musste zum Mirror Peak. Müssen wir vielleicht gucken. Oh. Was war das? Oh, ich will hier raus. Vielleicht näher als je zuvor. Okay, ich denke mal, dass wir hier irgendwie rüberspringen müssen. Ja. So. Dass wir hier irgendwie rauskommen, irgendwo. Aber wo? Okay, hier ist eine Thermosflasche. Und Leuchtfackel und Batterien. Das ist gut. Batterien sind immer gut. Schrof und Munition ist auch super. Revolver-Munition habe ich genug. Und das war's. Okay. Dann drücken wir hier rauf. Hoffentlich kommt auch. Ah. Okay. Sieht doch schon gut aus. Schauen wir mal. Oh. Natürlich einfach mal runterspringen. Zack. Und nochmal runter. Hat uns ein bisschen Leben gekostet. Die Manuskriptseite. Was ist das denn für eine? Thomas Zane liebt Barbara Jagger. Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Kenne ich nicht. Ist egal. Hat uns jetzt nicht zu interessieren. So. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung gewöhnen. So reinleben. Okay. Eine Menge Revolver-Munition. Sieht so aus, als wenn hier irgendwie so ein Bosskampf wäre. Oh nein, aber ein paar Gegner. Okay. Ganz ruhig bleiben, Fanny. Wow. Bleib schön weg von mir. Hier. Friss das. Ha, bam. Und du, traust dich jetzt zu mir? Tschüss. Oh, fuck. Das war nicht so schön jetzt. Können wir nicht irgendwie die Granaten... Nein. Okay. Der müsste hier wohl das Ding hier in der Hand... in der Fresse haben. Und zack, 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 zack. Oh yeah. So. Oh, was hier? Oh. Okay. Ich dachte, wir haben jetzt... Das waren wir, der das so schweben lassen hat. Oh nein. Ja, nicht mehr viel Leben. Nehmen wir das Ding in der Hand. Das sollte uns doch ein wenig dieses Zeug vom Hals halten. Okay. Oh nein. Okay. Den haben wir. Einer noch, komm. Nein, daneben geschossen. Zack, getroffen. Super. Klettern. Okay. Öffnen. Rein hier. Ab geht's. So, weg. Hallo. So. Hier drin dürfte das Zeugs uns eigentlich nichts anhaben. Aber da kommt schon wieder was geflogen. Oh, das nicht vom schlechten Eltern. So. Okay, erstmal nachladen. Und dann hier raus. Ich hab eine Thermoskanne gesehen. Aber was war das? Oh Mann. Ich will aber die Thermoskanne haben. Oder ist das keine? Doch, das ist eine. Oder? Ne, ist gar keine. Aber wir müssen der da lang. Der einzige Weg zum Fang war der durch das Gebäude. Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Okay. Wir können mit einem Auto fahren. Und ich denke, das wird klappen. So. Nee, das klappt nicht. Okay, wir fahren einfach mal... Aua. Wir fahren einfach mal da lang. Wie war das nochmal mit dem Auto? Okay. Komm her. Zack. Oh Mann. Hier. Haha.
Ihr seid nicht so stark wie ein Auto, meine Freunde. Okay. Ach, die überleben das, wenn sie noch diese Dings haben. Und jetzt noch einmal, komm. Einmal mit Schmackes. Haha. Einer noch? Immer noch? So, aussteigen. Okay. Haben wieder ein bisschen Munition gespart. So. Mal gucken. Leuchtpistole, Munition und Leuchtpistole. Super. Alles klar. Ausschalten. Okay. Dann geht's weiter. Wir fahren mit dem Ding wieder zurück, bevor hier wieder irgendwas... Und ich glaube, das war sogar eine gute Entscheidung. Aua. Okay, komm, Auto. Ein bisschen muss noch aushalten. Los. Ah. Dann würden wir zu Fuß gehen, wären wir schon lange platt, ey. Ah. Ey, wir müssen aussteigen, das bringt nichts. Okay. Zack. Komm schon. Ah, renn. Geht doch. Jetzt können die Viecher uns nichts mehr, glaube ich. Doch, diese Chastei. Aber jetzt ist es nicht mehr da. Okay, sie rennen alle weg. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Wir wollen ja nicht unsere Zeit hier verschwenden. Okay, gibt's hier irgendwas Besonderes? Ja, klar. Batterie. Revolvermunition. Hey, was war das für ein Geräusch? Irgendjemand rennt hier rum. Okay. Zum Mirror Peak Aussichtspunkt. Und da ist auch schon wieder irgendjemand. Ich habe das Gefühl, dass hinter mir auch gleich welche kommen. Deswegen machen wir einfach mal so. Zack. Komm. Haha. Wir brauchen gar kein Schrotgewehr und Leuchtpistolen und blauen Kies. Wow. Das war knapp. Okay, Batterie, Batterie. Zack, zack. Mit der Batterie aufladen. Wir haben ja schon mehr als genug Batterien. Leuchtfackel. Nochmal Batterien. Und Revolvermunition. So muss das laufen, würde ich sagen. Okay, ich habe schon wieder was gehört. Gehen einfach rein hier. Da kommen die ganzen Affenkinder. Explodier. WTF. Ah. Oh nein. Oh. Oh. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ah. Noch einer? Hat noch einer eine große Fresse? Ich hoffe nicht. Okay. Klettern wir hoch. Das ist eine Thermosflasche. Komm schon, die müssen wir aufheben, bevor irgendjemand kommt. Super. Follow. Alles klar. Hier haben wir wieder Wakeford vom Dunkel berührt. Ein paar der Besessenen besaßen noch Reste ihres früheren Ichs. Doch das waren nicht mehr als Zuckungen eines Verstorbenen. Es blieb nur eine Hülle, bedeckt und ausgefüllt mit Finsternis. Meist genügten diese Marionetten den Zwecken des Dunkels. Bei größeren Zielen aber, wie etwa dem Schreiber, war das anders. Es brauchte seinen Verstand. Anstatt ihn also ganz zu übernehmen, berührte es ihn nur. Gut, und damit beenden wir den Part jetzt und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss.